Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft Solo. Heute ist es mal ein bisschen leiser als sonst, denn ich mache mal eine Nachtaufnahme. Ja, ich habe mir überlegt, ich mache mal eine Nachtaufnahme. Und irgendwie, Leute, ich weiß nicht, woran das liegt. Es sieht verdammt anders aus als sonst. Sag mir mal bitte, woran das liegt. Irgendwie ist das alles so groß hier. Woran liegt denn das? Habe ich irgendeine Einstellung falsch gemacht? Ich schaue mir das jetzt mal an hier. Render Distance. Nee, schön. Max FPS, hell. Das ist alles so, keine Ahnung, so, ihr wisst schon so, ne? So groß, wenn man das jetzt vergleicht mit beim anderen, Alter. Nun gut, es geht los in die weite Welt hier nach draußen. Alter, irgendwie komisch. Ja, ich habe jetzt mal ein Texture Pack hier drauf geknallt. Ich habe mir 5 verschiedene Texture Packs geholt. Und habe mich jetzt einfach mal hier für das, shit, wie heißt es? Ressourcen Pack. Hier, Red Craft Default Realism entschieden. Misa ist ganz gut, aber mir ein bisschen zu realistisch. Zortax Fanver ist ein bisschen zu... Ja, Minecraft-lastig, da ist wirklich fast nichts verändert. Und Fax, das benutze ich immer, das ist super, aber ich habe mir gedacht, ich benutze jetzt einfach mal hier dieses Redcraft Realism. Und ja, ich habe mir überlegt, ich mache jetzt mal einen Timer an. Es ist jetzt gerade nachts um 1 und ich nehme jetzt mal eine Runde auf. Timer auf 15 Minuten und er läuft. So, da es ja eine Nachtfolge ist, ich eh ein bisschen leise reden muss und ja, wir nicht viel Stress haben, können wir eigentlich mal uns selber aussuchen, was wir so machen wollen. Was wollt ihr machen, meine Lieben? Darunter in die Höhle möchte ich nicht unbedingt wieder gehen. Das ist mir ein bisschen zu spooky. Deswegen habe ich mir gedacht, ich laufe hier einfach mal ein bisschen rum und schaue, während ich mein Eisen hier brate, ob ich irgendwas Sinnvolles hier in der Welt finden kann. Wie zum Beispiel Pferde. Ich habe noch nie... Oh, ich habe kein Eisenschwert. Ich brauche jetzt erstmal ein Eisenschwert, falls es Nacht wird. Ach, Kohle. Kohle müssen wir vielleicht auch reintun. Ja, das sieht alles hier ziemlich smoothie. Ziemlich smoothie aus. Das gefällt mir. Auch die Icons sind ziemlich schön. Meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Können wir ja mal sagen, wie ihr das findet. Ja, ihr seht, außerdem habe ich hier noch Mods installiert. Nämlich, um genau zu sein, nicht viel, sondern nur... Oh, ein Zombie. Ich habe Optifine installiert natürlich. Optifine HD. Und, Not Enough Items. Ich kannte das ja noch aus Feed the Beast, war mir aber nicht sicher. Es gibt ja Not Enough Items und Too Many Items. Und ich war mir jetzt nicht genau sicher, welches bei Feed the Beast dabei ist. Ich habe jetzt auch nicht nochmal extra gegoogelt oder so. Ja, deswegen wollte ich eigentlich Too Many Items nehmen, weil ich dachte, dies ist bei Feed the Beast drin. Aber ich musste merken, beziehungsweise habe gemerkt, dass es nicht funktionierte. Ich habe es installiert und dann kam bei meinem Minecraft-Launcher immer ein Fehler. Und deswegen konnte ich Minecraft nicht spielen. Deswegen habe ich das rausgenommen, habe dann Not Enough Items... Ah nee, umgedreht. Uah, umgedreht. Not Enough Items funktionierte nicht, das wollte ich eigentlich nehmen. Und jetzt habe ich Too Many Items drin für Forge. Und das funktioniert, wie ihr seht, aber es ist halt komplett anders als bei Feed the Beast. Also das ist nicht das Richtige. Eigentlich müsste Not Enough Items das Richtige sein. Ich werde mal gucken, ob ich das noch irgendwie hinkriege, dass ich das noch irgendwie zum... Oh, jetzt auf einmal der Regen weg. Cool. Hallo, euch brauche ich jetzt erstmal nicht. Da ist ein Küken. Okay. Oh, purer Sonnenschein, so mag ich es doch. Oh, ein bisschen an der... Was ist denn hier draußen los? Ist hier Feuerwerk bei mir. Mhm. Oh, hier ist eine schöne Wiese. Hier könnte man eigentlich ein schönes Häuschen bauen. Das Problem ist nur, ich baue meine Häuser gern so an kleinen Seen. Und das ist ja eher ein Teich. Das kannst du ja nicht als See sehen. Aber da vorne sehe ich Zuckerrohr. Und das nehme ich natürlich gern mit. Weil man braucht ja später auch mal ein bisschen Papier oder Zucker. Und da ist Zuckerrohr gar nicht so schlecht. Wir sollten langsam auch mal anfangen. Deswegen laufe ich jetzt hier auch so ein bisschen rum, um so eine schöne geeignete Stelle zu suchen, um ein schönes Haus zu bauen. Weil wir brauchen früher oder später ein Haus, wo wir auch gut drin leben können. Mit viel Platz und wo wir auch erweitern können und bla bla bla. Und nicht nur so eine kleine Holzhütte. Also das wird für immer unser Spawn bleiben.
Super. Um 1 Uhr nachts bekomme ich hier immer noch SMS. Yeah. So. Hier ist ein See. Ah, ist auch nicht wirklich ein See. Es ist ein Block tief. Das ist ja nix. Ah, da gibt's, Leute. Okay. Warum sind da oben? Wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Aber das ist jetzt cool, dass ich das machen kann. Ha, Optifine. Ah, was da hinten? Aha. Und da ist auch noch mehr Kohle. So, die Kohle holen wir uns jetzt erstmal. Zucke, 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 zu. Ah. Ich hatte auch mal einen Texturenpack. Das hat nicht angezeigt, wenn man hier sowas gehackt hat, wie sich der Block verändert. Also es hat nicht angezeigt, dass es da wirklich kaputt geht. Das hat mich auch völlig aufgeregt. Ich habe hier drauf gemacht und es hat einfach nichts angezeigt. Also es ist die ganze Zeit so geblieben. Du hast wie drauf gehabt, wenn du jetzt zum Beispiel mit einer Steinhacke auf Obsidian hackst. Es passiert einfach nichts. Ja, und das hat mich so angekotzt, deswegen habe ich das gleich wieder runtergehauen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Vielleicht hatte ich auch einfach nur einen Einstellungsfehler. Aber ja, das kommt mir nicht wieder ins Haus. Da muss schon was Ordentliches da sein. Da hinten sehe ich einen Dschungel. Das ist auch was ganz Feines. Aber ich wollte jetzt erstmal hier drüben. Komme ich da am schlausten hin? Ich wollte jetzt erstmal da drüben ein bisschen das hier abfarmen. Oh, ist ja fast runtergefallen. Erde haben wir, Erde, ja, ein bisschen Erde haben wir. Nein, so. Ja, ihr könnt mir ja gerne mal in den Kommentaren schreiben, welche Mods ihr noch gern sehen wollt. Also ich mache jetzt hier kein Mod-Survival draus, sondern nur so grafische Mods oder halt so kleine Hilfen, wie zum Beispiel hier Too Many Items, wo man die Rezepte und so nachlesen kann. Auf jeden Fall, die Sonne geht unter. Ah, ja, ich wollte auch Shader-Mods einfügen. Ich hatte es euch ja in Anführungsstrichen versprochen. Das Problem ist nur, es gibt, was ich selbst nicht wusste, es gibt für 1.62 noch keine Shader-Mods, die funktionieren. Also man kann angeblich den Sonic, jetzt muss ich erstmal irgendwie wieder nach Hause finden, den Sonic Unbelievable, den Sonic, ah, wie hieß der denn? Sonic Unbelievable Shader Mod oder so. Den kann man angeblich irgendwie auf 1.62 manuell umschreiben, dass der da funktioniert. Aber pff, ich habe vor uns mein Minecraft komplett runtergelöscht, den Punkt Minecraft Ordner und komplett alles neu aufgesetzt. Und ah, hier ist mein Wasserfall. Okay, ich habe die Orientierung wieder erlangt. Und habe jetzt nicht Lust, jetzt wo Optifine und Forge und alles funktioniert, dann nur weil ich den Shader da irgendwie manuell einfüge und alles Mögliche kaputt mache oder so, dass das dann wieder alles nicht mehr funktioniert. Das möchte ich nicht. Und deswegen habe ich mich jetzt gegen die Shader entschieden. Und sobald es für 1.62 einen schönen Shader-Mod gibt, werde ich diesen wahrscheinlich auch benutzen. Ja, also solltet ihr schon einen Shader-Mod kennen, der gut ist und den man auch jetzt schon benutzen kann, dann immer her damit. Ich bin immer für Hilfen verfügbar, beziehungsweise dankbar. Hat hier irgendwo ein Skelett oder ein Zombie was fallen lassen in meiner Gegend? Nein, nein, nein. Oh, ein Creeper. Hallo. Lol, lol, lol. Lol, lol. Oh, okay, ich war zu weit weg. Ah, tot. Oh, lol. Okay. Wir schleichen uns an, wir schleichen uns an. Wir sind nicht sichtbar für das Skelett. Oh, da ist es. Da, 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 da. Oh, einmal hat es uns getroffen, aber null Probleme. Und hier unten war noch eine Spinne. Hallo, Spinni. Du, du, du. So. Und da ist noch ein Creeper. Sonst noch irgendwas? Nee, dann tun wir hier mal noch den Creeper töten. Dich wollen wir nicht. Dich wollen wir nicht. Dich wollen wir nicht. So, jetzt schaue ich mal hier drüben, was auf der Insel so los ist. Okay, es ist keine Insel, aber auf diesen, ja, Halbinsel kann man das ja nennen. So, Halbinsel, genau. Ich muss erstmal was essen. Yummy, 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 I got love in my tummy and I feel like I'm loving you. Okay. Sehr schön ist es hier nicht. Was könnte man denn hier drauf bauen?
Gute Frage. Da hinten ist eine Insel. Ah, die ist so allein. Nein, da will ich nicht hin. Ist halt auch die Frage, wollen wir es so machen, dass wir so eine kleine wie Stadt, dass wir so verschiedene Häuser, wo wir verschiedenes Zeug drin machen, haben, die wir so mit Wege verbinden und so und Felder und bla und blub, so dass wir diese Holzhütte auch mit anbinden können. Oder wollen wir wirklich halt nur ein Haus haben, was wir hier weit entfernt irgendwo aufbauen, wo wir dann leben? In diesem einen Haus. Ohne Freunde. Und ohne Zivilisation. Ja, das können wir alle später noch entscheiden. Ich würde sagen, wir suchen uns jetzt. What the fuck? Oh. Hallo? Hallo? Ist hier jemand? Nein? Okay, dann gehe ich wieder. Hier will niemand was von mir. Schnell wieder weg hier. Ich will nicht länger hier bleiben. Oh, noch eine Höhle. Oh, noch eine viel größere Höhle. Hallo? 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 Oh, okay. Puh, es geht nicht weiter. Das heißt, keine Erkundigung von mir nötig. Also kann ich wieder rausgehen. La 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 la. Glück gehabt. Schwein. Du bist ein Schwein. Ich bin kein Schwein. Yeah. So, Dille. Das mit den Sprinten, das ist noch nicht so das Gelbe vom Ei. Irgendwie kriege ich das, seitdem ich das hier gemacht habe, nicht mehr so up, schön hin. Ich habe vor uns ein bisschen wieder auf Hive gezockt, denn nachdem ich das hier alles gemacht habe mit meinem Minecraft und habe es schon gemerkt, irgendwie, wie ist das komisch. Können wir ja sagen, warum das hier alles so groß ist. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier viel größer als vorher. Warum auch immer. So. Hühnchenfleisch. Tot. So, da ist Kohle. Kohle nehmen wir doch mit. Kohle ist immer gut. Erde, Kohle. 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 Und nochmal 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 Kohle. Oh, so viel Kohle. Oh, kaputt. Tja, machen wir es halt mit der schnelleren Spitzhacke. Zack, zack, zu, zuck, 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 zu. Und die Ader geht weiter und weiter und weiter. Das mag ich so. Okay, das war's. Schade. Ich dachte, sie gehen noch weiter und weiter und weiter. Das mag ich so. So. Immer noch kein Plätzchen gefunden, wo wir uns niederlassen können. Ob wir das jemals finden werden. Oh, hier sieht schön aus, ey. So schön ohne Bäume, einfach nur Gras. Und ich hatte das Gefühl, beziehungsweise habe gehört, dass es in solchen Ge Uiuiui, da brennt es. Da brennt das der Wald ab. Nein. Nein. Weg mit der Flamme. So. Puh. Mann, Mann, Mann. Müssen wir hier auch noch die Welt retten vor den bösen Flammen der Lava, Flammen der Lava. Ja, ich habe nämlich gehört, dass es hier in solchen Grasgebieten eigentlich Pferde geben soll. Aber ehrlich gesagt, auch als ich schon mal so ein bisschen Minecraft gespielt habe, ich habe noch kein freilebendes Pferd gefunden. Wenn ich mal geritten bin auf einem Pferd, dann, oh. Okay, nix, nix, nix Gefährliches. Nix Gefährliches. Dann nur, weil ich es mir ercheatet habe. Im Creative Mod. Hier gibt es schon, zumindest schon mal alle Arten von Tiere. Von fleischbringenden Tieren. Und hier ist Zuckerrohr. Das nehme ich auch wieder gern mit. Zuck, was man einmal kann besorgen. Verschiebt man nicht auf morgen. So hieß der Spruch, glaube ich mal. Oh, da ist eine Höhle. Oh, eine Höhle. Okay, da nicht. Aber hier. Höhle. Das Gold. Da ist Gold. Fackel. Fackel. Okay, hier ist nichts kaputt. Das heißt, ich kann hier ganz in Ruhe. Ist gar kein Gold, ey. Was erzähle ich denn? Das ist ja nur ganz normales Eisen.
Aber Eisen kann man auch gebrauchen, denn ich sollte mir langsam mal genügend Eisen zusammenfarmen, damit ich mir eine kleine Rüstung bauen kann. Wenn dann könnte es mit meiner, ja, wie soll ich sagen, Schreckhaftigkeit zurückgehen, weil dann werde ich ja nicht mehr mit einem Creeper getötet. Und dann passt das. Also hier sieht das schon, wenn ich das so sagen darf, enorm gut aus. Viel Wasser, viel Gras. Und ja. Ich könnte mir vorstellen, hier sesshaft zu werden. Oder was sagt ihr? Ich würde sagen, ihr überlegt mal kurz. Und in der Weile tue ich hier ein bisschen Holz abhacken. Aber doch nicht hier. Muss weiter weg. La 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 la. La 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 la. Schattenback. Schattenback. Pilze! Bam, bam. Da, 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 da. Errungenschaft erzielt. Ja, stimmt ja, weil ich mein Minecraft neu gemacht habe, habe ich natürlich jetzt auch die ganzen Errungenschaften nicht mehr. Das ist immer lustig. Man sieht, dass man Minecraft neu ja, erstellt hat, sage ich mal, indem man ins Minecraft-Game reingeht und oben steht, klicken Sie auf E, um das Inventar zu öffnen. Birkenholz darf natürlich auch nicht fehlen. Ein bisschen Farbkontrast kann immer rein. Ey, was ist denn du hier? Hallo. Tot. Oh. Das ist mein Timer. Aber, wie ich immer so schön sag, Timer sind dafür da, um sie nicht einzuhalten. Und deswegen würde ich sagen, ich mache jetzt einfach noch ein bisschen hinten ran. Ich mache hier einfach nochmal, wisst ihr was? Ich klicke einfach nochmal auf 15 Minuten, Start. So. Machen wir halt eine längere Folge draus. Ich habe euch ja gestern schon ein bisschen vertröstet gehabt. Und die Folge kam ziemlich spät und war dann auch nicht so lang und so. Deswegen können wir heute ruhig mal ein bisschen länger machen, habe ich das Gefühl. Es kommt auch gerade schöne Musik. Düm, 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 düm. Ah, dazu nochmal was. Wollt ihr, dass ich hier bei meinem Minecraft-Solo-Projekt Musik einfüge? Oder beziehungsweise nicht einfüge, sondern nebenbei spielen lasse, sodass ich sie auch höre und ihr dann im Spiel auch. Also nicht so Musik von wegen GEMA geschützten oder so, sondern ich weiß jetzt nicht, wie das genau mit so Soundtracks von Spielen ist, aber die würde ich gerne mal so Portal Sound. Da di du da di da du da 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 di da du ba da 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 di da 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 du da 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 ba da 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 di da 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 du da 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 da. Ja, sowas zum Beispiel oder ja, andere stimmungsvolle Musik. Sagt mir mal, wie ihr das findet, ob ich das mit reinbringen soll. Dann würde mich auch ein bisschen runterbringen während der Aufnahme, könnte ich vielleicht noch mehr erzählen. Ich merke gerade, wie mein Hals trocken wird und das gefällt mir gar nicht. Und ich merke gerade, wie es dunkel wird, das gefällt mir noch weniger. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal hier wieder unseren Weg nach Hause markieren. Bisschen markieren, also wieder gehen. Müssen wir wieder hier was futtern. Und jetzt sprinten wir los auf dem Weg nach Hause. Mit dem Schwert in der Hand fängt die Stimmung an. Jetzt klingelt mein Handy, das mache ich jetzt lautlos. Denn der Hass nervt für mich und für euch. Das sollte nicht so sein, darum liebe ich euch. Bratmaxe soll das beste Würstchen sein. Da di do da da da. Oh oh. Oh oh. Nicht gut, gar nicht gut. Mein Baum! Mein Baum! Okay, jetzt kann er abbrennen. Jetzt kann er abbrennen. Oh, hier gibt's Kohle. Ist hier irgendwas Böses? Okay, ich versuche die. Oh, Leute. Ich versuche die Kohle zu erwischen. Ach, lol, was mache ich denn? Meine. Ah, nein. Meine. Nein. Meine. Nein. Ich bekomme die Kohle nicht. Schade. Aber ich sehe, dort ist ein Enderman. Na super. Ich habe noch null Rüstung. Wir schleichen uns einfach vorbei an allem. Creeper. What the fuck?
Ey Leute, ich hab's mit dem Solo-Spielen noch nicht so ganz, ne? Und ich weiß auch nicht, welche Schwierigkeit man hier einstellen sollte, ne? Aber wenn die Schwierigkeit normal zu schwer ist, dann sagt es mir bitte. Kann doch nicht sein, dass hier auf einmal 20 Zombies auf einer Stelle sind. Das ist doch nicht normal. Und ja, da kommt noch mehr, super. Ja, und da ist ein Skelett, was mich töten wird. Ja, super. Ich feier das, ey. Lol, super. Ja, komm. Ey, sag mir mal, ob normal zu schwer ist. Lol, ey. Super, jetzt weiß ich nicht, wo ich bin, ey. Ah, oh, ganz toll. Scheiße, Fabi, was machst denn du? Bin ich denn jetzt hier? Ah, bei meinem. Doch, ich bin bei meinem. Okay, jetzt kann ich ein paar killen. Töte! Sparta! Für Sparta! Brauchen wir auch irgendwann Level. Oh, er hat mein Zombie-Fleisch aufgenommen. wir brauchen ja später auch mal Level, die wir verzaubern können. Deswegen ist das gar nicht so schlecht, wenn wir jetzt schon ein bisschen hier. Aber nur ein bisschen, nicht zu viel. Denn die Level können auch schnell weg sein. Vor allem, wenn man keine Rüstung hat. Ich muss dann gleich mal gucken, ob wir genügend Zombie-Anmarsch, ob wir genügend Eisen haben, um uns eine Rüstung schon zu craften oder ob das noch nicht geht. So. Da ist noch ein Creeper, der sieht mich aber nicht. Deswegen gehe ich jetzt in meine Hütte und schlaf noch eine Runde. Hallo? Schlafen. Gut. Ich dachte schon, ich kann nicht schlafen. Was wäre denn da? So. Ein neuer Morgen ist da. So, und jetzt schauen wir erstmal, während die ganzen Zombies draußen getötet werden, wie viel Eisen wir hier überhaupt haben. 14. 14. Das reicht noch nicht, aber wenigstens für etwas. Nämlich. Ach, ich stühle. Hosen und. Ups. Nein, nein, mir fehlt ein Eisen. So, ja, damit. Ein Eisen brauche ich bitte. Dankeschön. Wollte ich das nicht lautlos machen? Fabi, wolltest du das nicht lautlos machen? Wer weiß das schon so genau? Shit, ich brauche noch mehr Eisen, ey. Nun gut. Nun gut. Kohle haben wir zumindest schon mal genug. So, das kommt ja alles rein. Rosen sind rot, Veilchen sind blau. Mehr weiß ich auch nicht genau. Ich würde sagen, wir brauchen noch eine Kiste. Dann kommen wir schon mal ein bisschen weiter. Her damit. Her damit. So, Kiste. Da tun wir den anderen ganzen Rotz rein, den wir eh nicht brauchen. Das brauchen wir. Egal, egal. Doch, den brauchen wir. So. Genau. Und jetzt können wir das hier nehmen. So, und jetzt sind wir angezogen. Und jetzt gehen wir mal hier ein bisschen auf Jagd, weil ich höre hier schon wieder unschöne Sachen. Wie zum Beispiel einen Creeper. Hallo, Mr. Creeper! Oh nein, nicht bei meinem Spawn. Untersteh dich. Untersteh dich, du Scheißvieh. Mann, Mann, Mann. Das würde mir noch fehlen, ey, wenn hier Creeper-Löcher geschehen. Okay, mein erstes Creeper-Loch, das hatte ich ja schon. Das war doch hier irgendwo, oder? Hier. Das ist mein erstes Creeper-Loch gewesen. Ha, da haben wir einen Baum reingestellt, aber er will nicht wachsen, weil kein Licht drankommt. Ach, die armen Bäume heutzutage. Wow. Ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal hier in die Höhle. Ich brauche Eisen. Ich brauche Eisen. Und das ganz viel. Dann kann ich mich komplett anziehen. Sollen wir hier mal ein bisschen weiterkramen? Ich habe irgendwie gehört, dass so bei so endenden Schächten, zumindest wenn das so eine Mine ist, wenn da so eine Eisenschiene hinläuft, dass dann dahinter eigentlich meistens noch was gibt. Aber das ist wahrscheinlich hier nicht der Fall. Schade. Zack.
So, gehen wir mal in die andere Richtung, in der Hoffnung, dass es da was gibt. La 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 la. Da gibt's schon mal Eisen. So, mehr aber auch nicht. Okay, aber Eisen ist ja schon mal besser als nix. Muss man ja mal zugestehen. So. Und das war ja das, warum wir eigentlich hier runtergegangen sind. Und wenn es nur drei Eisen sind, dann sind es halt nur drei Eisen. Es wäre nur bitter gewesen, wenn da gar kein Eisen für uns gelegen hätte. Das wäre dann ein bisschen, ja, nicht so schön gewesen, kann man sagen. Das war der See, den ich. Nee, das war auch nicht der See, das war so ein kleiner Tümpel hier. Noch ein bisschen Eisen. Wie viel haben wir denn jetzt? Vier und wir hatten, glaube ich, noch drei. Schuhe sind vier und Helm sind zwei, vier, fünf. Das heißt, wir brauchen noch vier, drei, zwei. Vier, drei, zwei. Zwei Stück. Zweimal Eisen noch und dann sind wir durch mit der kompletten Rüstung. Noch ist sie auch komplett heile. Das heißt, wir müssen was essen. Ihr müsst mir so viel in die Kommentare schreiben, aber ihr könnt mir auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Strip Minen mögt. Ob ich mal Strip Minen sollte, ob ich das während einem Livestream machen soll, ob ich überhaupt Livestreams machen soll mit Minecraft Solo. Schreibt mir das mal alles in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Und dann werde ich meine Schlüsse daraus ziehen. Mu. Das gehört? Da war ein Mu zu vernehmen. Ich suche jetzt nach so kleine Höhlen, wo ich mir ein bisschen Eisen ergaunern kann. Das fände ich super. Aber scheint es leider nicht zu geben. Wir müssen jetzt mal hier ein bisschen springen, ein bisschen vorankommen. La 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 la. Leute, sagt mir mal, ich bin doch auf dem Weg nach hier hin. Bin ich einen anderen Weg gelaufen und da gab es doch so viele kleine Höhlen, habe ich das Gefühl gehabt. Ja, noch seid ihr nicht tot, noch könnt ihr leben. Ach, hier gab es noch eine. Oder? Nee, das war keine richtige. Oder? Das ist Sand. Ich will eine Schaufel machen. Probieren wir es mal. Geht's hier irgendwo nach unten? Scheint nicht so. Scheint nicht so. Nicht so gut. Schade. Oh oh. Oh, ein Enderman. Oh. Alter. Oh, zwei Enderman. Mein Leben ist tot. Oh Leute, ey. Leute, ihr könnt sowas nicht mit mir machen. Ihr könnt sowas nicht mit mir machen. Ey, nicht, wenn ich nicht voll equipped bin. Ihr wisst gar nicht, wie mein Herz gerade schlug. Das ist nicht normal. Ah, Enderman erinnert mich immer so ein bisschen an Slenderman. Ach, das ist nicht kein schönes Gefühl. Kein schönes Gefühl, kann ich euch sagen. Vor allem, wenn man dann
Ich spiele ja die ganze Zeit mit so, mit meinem Gaming-Headset. Und die ganze Zeit so hört, ist das schon beängstigend. So, Kohle haben wir gefunden, obwohl wir Eisen wollen. Aber naja, einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Das war übrigens das Sprichwort, das ich, was ich letztens in der Folge nicht mehr zusammenbekommen habe, wieso auch immer. Aber jetzt habe ich's. Jetzt habe ich's. Wir finden. Da war Kohle. Kohle. Und noch mehr Kohle. Und noch mehr Kohle. Noch mehr Kohle. Überall Kohle. Aber ich will eisen. Also müsst ihr mir jetzt auch mal heißen, wie Eisen es hier gibt. Ich brauche Eisen, bitte lieb. Oh, es ist schon schön, wenn man das von hier oben betrachtet. Ich würde sagen, wir machen das hier irgendwo, wo es so. Aber wie gesagt, ihr entscheidet, ihr entscheidet. Wollen wir es hier machen, so wo es so schön flach ist und wo man so schöne Häuser nebeneinander setzen kann? Oder wollen wir es lieber im Waldgebiet oder auf einem Berg oder an einem Strand oder ja, wollen wir es da irgendwo machen? Ihr entscheidet. Ich werde mich jetzt mal hier auf dem Weg nach Hause machen. Oh, wenn du um. Na, versteck dich nicht. Jetzt musst du sterben. Das war deine Schuld. Du bist über mich gesprungen. Das darf keiner. Mal gucken, ob hier unten wieder was getümmelt ist. Hallo? Nein. Keiner da. So, das ist, glaube ich, eh wieder Nacht. Die Sonne geht unter. Und wir machen uns auch auf den Weg ins Bettchen, würde ich sagen. Nicht nur in Minecraft, sondern auch. Aua! Auch im realen Leben. Ihr hört's, mein Timer ist da. Das heißt, wir haben jetzt ungefähr 30 Minuten aufgenommen. Bisschen mehr. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Das war auch mal eine längere Folge gab. Heute Abend kommt auch noch eine Folge. Also denkt dran. Ja. Und da werden wir dann schauen. Sehr cool, wenn ihr mir bis dahin ein bisschen Feedback gegeben haben könntet. Dann könnten wir nämlich vielleicht sogar schon anfangen, dort unser kleines Lager zu bauen. Und das hier, ja, lassen wir so, aber ja, nehmt das Zeug mit. Gut, dann würde ich sagen, ich gehe jetzt mal ein bisschen schlafen. Und wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt: Minecraft Solo. Bäm. Gute Nacht.